Hallo, mein Name ist Andreas, ich bin Gründer von Transparent Share und möchtet ihr wissen, wie unsere App euch hilft, bessere Aktienentscheidungen zu treffen? Dann bleibt dran! Transparent Share ist eine App, die Aktien basiert auf 12 objektiven Kennzahlen bewertet. Heute ist zum Beispiel Tesla eine Kaufempfehlung. Warum? Tesla hat ein Rating von 5 Punkten. Dieses Rating setzt sich zusammen aus der Summe von 12 Kennzahlen. Machen wir ein paar Beispiele. Die Eigenkapitalquote von Tesla beträgt 53%. Sie haben also wenig Schulden. Das sind mehr als 25%, deshalb gibt es hier einen Pluspunkt. Der Aktienkurs hat sich im Vergleich zum Index in den letzten 6 Monaten sehr positiv entwickelt und ist über 28% gestiegen. Wir zeigen die Daten auch ganz transparent an. Und am Tag, an dem die Quartalszahlen bekannt gegeben wurde, ist die Aktie im Vergleich zum Index um über 4% gestiegen. Also erstmal alles sehr positiv. Es gibt noch ein weiteres Kriterium, das sehr interessant ist, und zwar der Abstand. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr konfigurieren, ob dieses Kennzeichen für die Bewertung verwendet werden soll oder nicht. Tesla notiert 11% unterhalb des Jahreshöchstkurses und damit vielleicht eine gute Kaufempfehlung. Wir zeigen in unserer App auch aktuelle Nachrichten an zu jeder Aktie und in der Historie könnt ihr entweder euch das Chart anzeigen oder ihr seht, wann die Aktie zum ersten Mal zum Kauf empfohlen wurde. In diesem Falle am 13.04. Und wenn ihr jetzt nicht jeden Tag in die App schaut, und ganz ehrlich, vergisst man ganz häufig, dann schicken wir euch automatisiert morgens eine E-Mail, aber nur bei neuen Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Also wir spammen euch nicht mit irgendwelchen E-Mails zu. Und interessant hier ist, wir bewerten jeden Abend nach Börsenschluss hunderte von Aktien automatisiert. Das heißt, ihr werdet aufmerksam auf Aktien, die ihr gar nicht kennt. So, jetzt könnt ihr in der App gar keine Aktien kaufen, aber ihr könnt eure gekauften Aktien bei uns ganz einfach verwalten. Also habt zum Beispiel die Aktien bei eurem Broker gekauft, 10 Stück, zum Preis von 940 Euro. Und ihr seht dann in eurer Liste der gekauften Aktien die Tesla-Aktie, momentan halten, hat ein Rating von 5 Punkten. Da wir jeden Abend nach Börsenschluss alle Aktien neu bewerten, wenn dieses Rating auf einen bestimmten Punktwert fällt, wird die Aktie wieder zum Verkauf empfohlen. Wie zum Beispiel die Microchip Technology Aktie. Notiert bei minus einem Punkt. Wir haben eine gute Rendite gemacht von über 50%. Ist jetzt eine Verkaufsempfehlung. Und der Renner in unserem Depot aktuell ist die Greifenberger Aktie mit einer Rendite von über 270%. Ein anderer interessanter Einsatzgebiet der App ist, ihr wacht morgens auf, schaut NTV und es sagt euch jemand, heute ist Adidas eine Kaufempfehlung und ihr wisst nicht warum, dann geht ihr in die App, gebt Adidas ein und ihr seht, Adidas hat ein Rating von minus einem Punkt, schaut euch die Kennzahlen an und vielleicht doch nicht unbedingt eine Empfehlung. Transparent Share ist eine App, die euch hilft, eure eigene Meinung zu bilden. Habt ihr Interesse? Dann testet einfach 14 Tage kostenlos, keine Abo-Falle, läuft automatisch aus. Schickt uns euer Feedback, schreibt es unten rein im Video, liked das Video, würde uns sehr freuen oder abonniert unseren Kanal. In diesem Sinne, viel Spaß beim Aktienkauf und bis zum nächsten Mal.